So, hallo an alle zur nächsten Folge von Sparks Challenge. Ich muss wieder sagen, diese wird wieder etwas kürzer, weil ich in der letzten Folge verpennt habe und 1,5 Minuten so lang gemacht habe. Sollten sie akkurat halten. Okay, das heißt, diese wird 2 Minuten kürzer aus Strafe. Jo, geht eine 1/2 Minute von unserem Wurst. So, es wird gerade Nacht, ja, das ist äußerst ungünstig, wenn ich denn nicht so schlau wäre, mir ein Bett gemacht hätte. Oh, ohne dass ein Mob da ist. Oh ja, in der Hoffnung, es kommt keins und schießt mich raus. Mobs nearby, bla bla. Nein, es ist Tag. Danke, 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 danke. Deswegen, nochmal. Ich nehme auch sofort immer ein Betten, wenn ich auf Erkundungstour gehe, damit das mit der Nacht eben kein Problem mehr wird. Dann kann ich sagen, ist mir wurscht, Nacht. So, ich kann keine Schweine züchten, weil ich hier keine Karotten habe. Äußerst eine Bombe. Da oben ist noch ein Pferd. Ich suche doch nur ein Village. Ein Dorf. Vielleicht ist hier ein bisschen größer. Schwarze Schafe gibt es überall. Da sind sogar auch schon 2. Die suche ich aber nicht. Ich suche was anderes. Und größeres, ein Villager-Dorf. Einer ganzen Villager-Familie. Wo ich mir ein Emerald ertauschen kann. Die sollten mal auftauchen, aber. Ja, mein Pech ist finster nichts. Genauso wie eine Nether-Festung. Ich muss mal in die andere Richtung gehen im Nether, ohne Witz. Das nächste Mal geht's komplett in the other direction. Hier so ein bisschen. Nee. Mehr Dorf, bitte. Mehr Dorf. Sprintspiele. Ich könnte aber eigentlich sprinten. Jump, jump, jump. Nein. Sieht schlecht aus. Echt komplett schlecht. Ich versuche jetzt aber räumlich die Orientierung zu behalten, damit ich weiß, wo ich hin muss, wenn ich wieder weg will. Oder nach Hause will. In Anführungszeichen nach Hause. Nein. Ich habe ja schon wieder das Waldbiom hier umgangen, irgendwie. Aber immer noch kein Dorf. Mensch! Immer noch kein Dorf. Eine gruselige Höhlen. Große, gruselige Höhlen. Also ich brauche sowieso noch ein bisschen Eisen auch, ne? Wegen erstens Eisenblöcke wegen Beacon am Ende. Und Eisenblöcke wegen Eisengolem. Die kann ich übrigens auch machen, sobald ich genug Eisen habe. Ich guck mal, ich linse mal so ein bisschen die Höhlen rein. Vielleicht finde ich ein paar Eisenspots. Iron Ore. Hier runter. Da, ich sehe schon Eisen. So ein bisschen mitnehmen, weißt du? Einfach mitnehmen. Weil in der Nähe von mir, die Höhle, die ist ja schon ziemlich leer. Behaupte ich mal. Habe hier schon alles abgenagt, wie so ein Nagetier. Wie so eine Ratte. Twitch am Start. Ups, der hat noch einen Creeper. Okay, gut. Hier ist aber ein bisschen an Zeug noch. Gold brauche ich übrigens auch, gell? Für einen goldenen Apple. Ich muss einfach da einen Baum ein bisschen abbauen, einen Apfel rauskriegen. Da kann ich mir schon einen goldenen Apfel draus machen. Eigentlich, es geht relativ zügig. Ich meine, für die goldenen Äpfel brauchst du die normalen Ingots, ne? Für die Karotten brauchst du, oder goldene Karotte brauchst du, die Golden Nuggets. Ist auch wieder was anderes. Ein einfacher und schneller. Was werfe ich raus? Ich glaube, die sieht's. Ne, die Dings kann ich raus tun. So. Iron Ore einsammeln. Wie sieht's denn hier aus? Da was drunter? Ne, nicht mehr. Habe ich noch eine Schaufel? Ja, darf ich eine Schaufel? So was aber auch. Ich habe auch noch eine Schaufel. Fackeln, wenn ihr was sehen könnt. Nein, hier ist nichts mehr. Gut. Einfach aufpassen, dass es sich nicht hier aufs Maul legt. Hier oben ist noch was. Dann sack hier noch mit ein. Keiner kriegt das mit, der Creeper denn pennt gerade. Ja, der pennt. Sieht mich nicht. Nein, ist aber zu weit weg. So, ich brauche 9 Blöcke für einen. Also 9 Erzblöcke für einen Block, den ich meine. Eisenblock. Gut, falsch explodiert. Ist gerade irgendwie so leise. Habe ich den Ton ausgemacht? Jetzt habe ich ihn. Ja, ist gut. Jetzt wieder an. Gut. Meine Boxen so leise gestellt. Ja, komm, einfach mitnehmen. Einfach alles, was geht, mitnehmen. Aber nicht die Orientierung verlieren. Du musst nur wissen, wo es rausgeht, wo du dich wieder zu finden hast und dann Gegend wieder erkennen und so. Bla, blub, 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 bla, bla. Fledermaus. Da ist nichts mehr. Gut. Hinten geht's, glaube ich, nochmal runter. Dam. Oder auch nicht. Oder verschüttet. Das ist die Frage. Verschüttet oder nicht mal weiter? Ah, natürlich geht's weiter. Ein bisschen verschüttet. Oder auch nicht. Nein, geht nicht weiter. Gut. Höhle mag mich nicht. Bisschen Gold. Also ein Golderz. Ich meine, du musst jetzt auf Tiefe gehen. Aber nein, auch nicht. Ja! Ging das denn? So ging das. Danke, Creeper, du hast mich gerettet vor dem anderen Creeper. So muss das nicht. So muss das.
So, hier war ich ja schon. Warte mal, hier oben ging es wieder raus. Genau. Jump, jump und raus. Komplett wieder raus. Und hier vorne linse ich auch nochmal kurz rein. Da haben wir den Shroom. Hier war Timo unterwegs. Ah ne, Timo liegt grüne. Verdammt. Ja, ja, ja. Das sind wieder die League of Legends Dinger, ne? Egal, ignoriert's einfach. Wurde ich halt wieder gefragt, warum ich einfach League of Legends, die anderen Spiele einfach trenne und dann extra Kanal habe, dass ich alles auf einem mache. Ganz einfach, damit es nicht zu überfüllt wird. Leute haben den Kanal abonniert, weil sie eigentlich Minecraft, oh, das Gold, sehen wollen und nicht, weil sie halt League of Legends, Skyrim, Borderlands, was auch immer ich jetzt noch auf dem anderen Kanal mache, sehen wollen. Und deshalb ist das ein bisschen getrennt worden. Und ja, ich habe noch einen anderen Kanal. Spark Gaming TV auf meinem Hauptkanal verlinkt, wer es noch nicht kennt. Ich muss immer wieder sagen, eigentlich muss man das schon fast jede Folge sagen, man muss es irgendwie verlinken mit drin, weil es einfach dazugehört, aber man anderweitig gar nicht darauf aufmerksam wird, weil man schaut sich die Kanäle nicht mehr so an, wie früher ist mir aufgefallen. Man nimmt sich nicht mehr die Zeit, sich umzugucken. Tragisch, tragisch. Ist schon wieder ein Creeper, auch tragisch. Also Spark Gaming TV auch ein Kanal. Ich muss es öfters mal erwähnen. Ich nehme mir vor, es öfters mal wieder zu erwähnen. Weil Leute dann kommen, ich wusste es noch gar nicht. Und sind dann dankbar dafür, oh, der hat ja noch was. Yay. Wenn Minecraft fertig geguckt ist, gibt es ja auch noch ein bisschen Zeit, ne? Okay, aber manche nicht. Manche gucken ja noch viele andere Leute, das ist klar. Aber manche freuen sich dann drüber. Oh Gott. Sowas aber auch. Ihr habt noch einen anderen Kanal. Party. Creeper ist irgendwo da. Zum Glück habe ich nicht gesehen. Oder doch, ich glaube, er hüpft so bekloppt und sucht mich. Bisschen Licht. Oh Gott, ich will aber gar nicht kämpfen wegen dem Gold. Jetzt nicht, dass er das wegpustet. 3 Hits reichen aus. Schön. Schön, 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 schön. Gut, Dungeon habe ich ja. Ich brauche hier in Höhlen eigentlich nichts mehr finden. Außer halt Dias noch. Ich muss ja komplette Goldwerkzeuge benutzen. Die Frage ist halt jetzt, was zählt. Ich dachte gerade, wäre Cobblestone. Die Spitzhacke zählt eigentlich als Goldwerkzeug. Die Frage ist jetzt, ob ich nochmal, wenn es sieht zu, dass du nur Goldwerkzeuge benutzt, also von dem Ziel aus, ob ich dann trotzdem nochmal eine Spitzhacke machen muss, obwohl ich schon mal eine gemacht habe. Das wäre zu überlegen. Ich glaube, ich werde die Goldspitzhacke, die Spitzhacke nicht ganz aufbrauchen und das bis dahin aufheben, weil dann habe ich das Ziel ja erfüllt. Wenn die Leiste unten komplett mit Dia-Zeugs voll ist, auch wenn die halt nicht mehr viel aushält. Aber dann müsste es erfüllt sein. Genau. Das heißt, ich brauche es nicht ganz auf. Und Lava runter. Sagten das Eisen, 29, naja, der Wahnsinn ist jetzt nett. Der Wahnsinn. Ist eingesammelt. Da nochmal, dann verschwinde ich auch eigentlich schon wieder. Ein Flug nach draußen, nothing to do here. Nope, my planet needs me. Und dann schnell weg. So, endgültig, wir gehen raus. Es sei denn, ich finde noch was Interessantes. Immer so, willst du aus der Höhle raus und deckst da noch was. Oh, da ist noch was. Oh, da ist noch was. Dabei sind das Creeper, die einfach nur ganz hinterlistig Brotkrumen gestreut haben in der Hoffnung. Du kommst der Verlockung nach und fällst hin. Und Zombies hau ich trotzdem gerne wegen, ihr wisst ja, wegen, richtig, Karotten und Kartoffeln. Diese droppen können. Und hier nochmal, und da nochmal, und da nochmal. Aber an der Eisen bin ich trotzdem ein bisschen hinterher. Wegen Eisenblöcken. Zombie. Zombie. Da. Auch noch Eisen. Mal so ein bisschen hier, ein bisschen da. Bisschen Creeper von oben. Oder auch nicht. Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht verlaufe. Einfach mit dem Verlaufen aufpassen. Essen nebenbei. Und dann geht das. So, das kann ich, das kann ich, das kann ich, das kann ich. Sag mal so, guckst so, wendest du dem Raum den Rücken zu. Da macht's Patsch und du hast deine Sitzen. Ich denke mal, ich finde noch zurück. Noch aktuell von der Orientierung her. Bin ich eigentlich gewohnt, einen relativ guten Orientierungssinn Höhlen habe. Ich finde meistens immer zurück. Eine Möglichkeit gibt's immer. So, 45. Wenn ich den Stack voll habe, ist das schon mal ein äußerst großer Fortschritt. Aber ich muss auch Kohle mit dem verschmelzen, aber ich glaube, da habe ich noch genug. Noch genug haben. So. Zurück. Zurück. On my way back home.
Genau, und hier kommt zur Not auch entlang. Das ist eine kleine Abkürzung. Reaper. Und Spinne. Gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir auch nicht. Jetzt muss ich damit drei Hits weg. Muss übrigens hier hoch, ne? Das weiß ich noch. Boah. Für Kohle habe ich eh keinen Platz mehr im Inventar. Hier noch was? Nee. Nope. Aber eine Spinne ist da noch. Und uns eine Witch. Eine Witch. Bitte was? Ich hau ja ab. Achso, seit dem 917. Ja, ja, ja. Ja, da war was. Da war doch was. 1.7 ist grausam. Ist hier noch irgendwas? Bestimmt kein Villagerdorf. Kann ich gegen wetten? Unter der Erde ein Villagerdorf? Nein, nichts mehr. Ein totes Ende. Warte, warte, warte. Ah. Ich hoffe mal, ich... sterbe jetzt nicht, weil ich auf der falschen Seite aussteige. Nein. Gut, ja, es war Nacht. Ich hab's sehen können. Es war Nacht. So, ein Problem weniger. Ah, schön. Wieder Tag. Endlich. Ich muss öfters mal Dings mitnehmen. Einfach ein Bett weggehen. Ein Problem weniger. Ja. Skelett weg ist, habe ich auch noch ein Problem weniger. Geheimtipp, stellt euch in einen Block, wenn ihr ein Skelett fightet. Dann sind sie so blöd, dich zu treffen. Geheimtipp. Ist so. Ist mir aufgefallen, schon vorhin da auch. Treff mich dann die ganze Zeit nicht. Komm schon, weg mit dir. Weg, 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 weg. Danke. Noch ein Zombie. Ja, das Schwert ist gleich kaputt und ihr kommt. Ein gewisser Freund. Gut, da. Nein, 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 nein. Will ich nicht. Will ich nicht. I don't want that. Weg da. So. Dam, 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 dam. Den hier. Den hier, den hier. Den hier. Dam, dam. Schwert. Danke. Die Firma dankt. Jetzt kann das ja eigentlich auch noch weg. Wenn ich das hier mit Abbau. Ja, ich weiß. Ich habe jetzt. Oder kann ich hier nehmen? Schneller? Ich wäre schneller gewesen, wenn ich so ein Schwert gemacht hätte. Weg. Gut. Ich laufe noch ein Stückchen dahinter, aber dann. Ja. Rückweg und so. Will doch nur. Übrigens, 50 Eisen, ne? Ein Village drauf. Gibt's nicht. Schlechte Geschäfte. Oh, ein Esel. Aber hier hinten sehe ich Potenzial, dass es da noch weitergeht. Ich gehe einfach hin. Ich gehe einfach lang. Guck's mir an. Zurückfinden sollte ich. Wenn nicht, ich habe ja noch Koordinaten irgendwo. So, und da wir 13 Minuten haben, muss ich auch schon wieder einen Cut machen. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part, bevor es zu lange wird und mich selbst aufhalten muss. Und tschüss!